Wo hast du das her? Das. Ach so, das ist das Feld, wo die. Apropos Mycologist, hier waren die Pilztypen auf dem Feld und hier haben wir den Schlüssel gekriegt in Akt 2. I see. It's a secret! Ja, die Pilze. Was ist das? Das ist keiner von Botopias Überbots. Wo sind diese widerlichen Pilze hergekommen? Was ist das für ein seltsames Gefühl? Wir haben die Kontrolle über den Roboter erlangt. Die vollständige Kontrolle. Jetzt müssen wir experimentieren. Wir müssen ein Kartenspiel spielen. Sure. Aus 2 mach 1. Aus 2 mach 1. Uff. Schildblocker Alarm 2, 3, ziemlich heftig. 1, 3, Jesus, heftig. Das Ding. Wird sich schon fast lohnen, das den ganzen Mist einfach zu sprengen, ne? Bevor wir zu viel Schaden nehmen. Oh Mist, ich habe vergessen, dass das gegnerische Feld ja auch so voll ist. Ist nicht so gut. Na gut, ist jetzt so. Ja, das war ein Fehler meinerseits. Das war kein guter Move. Okay. Werden die jede. Ne, die gehen nur zusammen und dann werden sie in der Mitte da vorne nachher fusioniert, schätze ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir diese Runde gewinnen werden. Das sind Shieldbots. Tot. Keine Chance. Keine Chance. Dieses Experiment ist nicht abgeschlossen. Wir brauchen mehr Zeit. Wir müssen den Roboter wiederherstellen. Du musst zurückkehren. Was ist gerade geschehen? Wo bin ich? Oh, du hast verloren. Dann zurück zur Wegmarke. Gut, wir haben sowieso gerade kein Gebiet oder so angefangen, schätze ich. Also versuchen wir das nochmal. Die scheinen ziemlich heftig zu sein, die Kollegen. Ich habe verschwommene Erinnerungen. Warum kommst du immer wieder hierher? Wir sind zurück. Wir sind zurück. Alles klar. Wir können zumindest häufiger probieren, was wir hier machen wollen. Schwump. Okay, dann blocken wir das halt einfach mal so. Also ganz insgesamt, das ist, das ist schon ziemlich übel hier. Nicht sicher, was wir machen wollen. Das hilft ja wieder nicht, ne? Selbst wenn wir alle Items raushauen, wir sind tot. Wir können quasi nichts machen hier. Jesus. Tja, jetzt kommen die beiden und schießen und wir sind dead. Alter Vater, was sollen wir denn da machen? Kalibriere neu, ja. Also einmal versuche ich es noch, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass wir momentan stark genug sind, um hier irgendwas zu reißen. Wir sollen wahrscheinlich später nochmal wiederkommen. So merkwürdig. Jetzt wäre ein Loch in meinem Arm. Aus dem Stapel auf die Hand! Ich mag ihn.
Tja. Rücken die beiden zusammen. Kann hier den Energiebot ziehen. Und dann kann ich dem da ein Stachelgefäß entgegenstellen. Und dann können wir die Energie wieder aufladen, damit ich einsamer Zauberbot auch noch spielen kann. Der fühlt sich stimuliert. Dann killt das die da zumindest und wir nehmen 2 Damage zurück. Die machen uns 3. Ja, du machst gar nichts, du machst nur den Schild weg. Wir machen 2, wir verlieren gleich Larry. Das ist nur ein Leaper. Könnte besser laufen. Das ist jetzt ein fliegender 3-3er, was schlecht ist. Alarmbots. Du killst gleich Alarmbots. Aber mit dem 3-3er, da werden wir nicht fertig und dann haben wir im Grunde verloren, ne? Fällt jetzt leider kein Alarm mehr. Ich könnte Sprengdinger spielen für die Runde. Und es hat nicht mal geholfen, weil es das Ding da in der Mitte nicht gekillt hat. Mein Gott! Wir brauchen mehr Zeit, ich muss zurückkehren. Jesus Christ. Ich schätze, wir machen erstmal weiter und versuchen später wieder zu kommen. Dieser feuchte Schrottplatz ist ziemlich unangenehm. Die gierigen Klauen seiner Bewohner suchen frische Bots. Pass auf deine Knöchel auf. Alles klar, erstmal sehe ich hier in den Secret-Dingern. Will ich überhaupt extra Karten? Eigentlich eine dumme Idee, oder? Schildanhefter, Skelettanhefter, Schildbot. Kann ich gar keinen nehmen. Wo ich drüber nachdenke, hätte ich eigentlich gar keinen Bot haben wollen. Gib mir Skelettanhefter. Vielleicht können wir ja. Das fällt mir gerade noch ein, das könnte man mal versuchen. Hier einkaufen gehen. Ist falsch. Wir hätten noch die Wegmarke nehmen können, statt hier rumzurennen, oder? Wir sind nur noch Bots. für 22 Robokohle gibt es zum Beispiel dieses Fell hier. Können wir damit eigentlich was anstellen? Du hast dieses Holo-Fell wirklich gekauft. Es ist wertlos. Bring es zur Händlerin und du wirst schon sehen. Ich wüsste, wo die ist. 26 Robokohle. Verleih deinen Bots auf dem Brett Nanopanzerung. Nicht übel. Ah, neues Item. Okay. 16 Robokohle für den Beastding, 8 für eine Karte, 15 für eine Fähigkeit. Wähle eine. Ja, schauen wir mal, wen wählen wir denn? Können wir Larry dem Zauberer hier was Sinnvolles geben? In Ordnung. Schütze. Energie plus. Klingt eigentlich ganz nett, ihm Energie plus zu geben. Gib ihm mal Energie plus. Das kann nicht korrekt gewesen sein. Ich finde es erstmal gut. Jetzt kostet es 20. Gib ihm mal noch mehr. Du weißt, was zu tun ist. Wen haben wir denn sonst noch halbwegs günstiges hier, dem man mal eine Fähigkeit reinkloppen könnte? Also, wir haben diese schlangentransformierenden Energiebots.
sieht's denn mit Schildbord aus oder so? In Ordnung. Beschützer. Auch Energie plus drin. Dann geben wir diesem Alarmbord hier doch mal Energie plus. Wir könnten noch eine Beast-Transformation haben. Wähle eine. Mhm. Der Fischbord, ich habe nur einen Angriff. Können wir den nicht irgendwie mal... In Ordnung. Dann könnte er sich in eine 3-3 verwandeln. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Hier haben wir eine Beast-Transformation. Gut. Und I hope so. Okay, jetzt haben wir auch nicht mehr wirklich Geld. Kopter, 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 Kopter. Versuchen wir das doch nochmal, wa? Jetzt haben wir ein Item mehr, ein paar bessere Karten. Ich habe verschwommene Erinnerungen. Wiederhole ich mich? Ja, indeed. Wir sind zurück! Ich bin auch zurück. Zurück mit Hoffnung oder so. So. Das Ding dahin, das Ding dahin. Unsere Energie wieder auf, schätze ich. Nicht optimal. Also ihr killt die beiden ja gleich. Fliegt über den hinweg, also spielen wir den am besten dahin. Haben wir nicht. Ach shit, so haben wir. Fliegt er über den weg und das heißt, wir nehmen 3 Schaden und haben verloren. Jesus Christ, ey. Kalibriere neu. Kann sie nur um Jahre handeln, habe ich so das Gefühl, oder? Kampf ist minimal schwer, ja. Man braucht schon echt Glück, oder? Ich habe das Gefühl, wir müssten hier deutlich später hinkommen, wenn unser Deck noch besser ist. Wir haben zumindest auch Robot auf der Hand, was schon mal ein bisschen was wert ist. Die Runde ist halt schon immer mega Mist, ne? Jetzt haben wir zumindest mal eine kleine Armee hier. Die killen jetzt gleich den, du blockst das. Das ist nur ein Leaper-Bot, der da kommt. Das ist eigentlich ganz cool. Da können wir dann nämlich unseren Scharfschützen-Bot ganz gut spielen. Oder den Energie-Bot, um schon mal ein bisschen zu boosten da oben.
aus. Okay. So, das springt den. Der wird jetzt zur Schlange. Langsam habe ich das Gefühl, ich hätte dem doch eher Wolf oder sowas geben sollen. Das macht ein Energiebad. Da, so, das. Ja, okay. Das Doppelschütze. Da wird aber noch eine Phase kommen, ne? Nehmen wir mal den Sprengbad. Ja, das habe ich nicht gefürchtet. Energiebad. Energie aufladen und dann spielen wir den Doppelschützen. Zack, 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 zack. So. Okay, aber Phase 2. Aus 2 mach 1. Oh, what? Jetzt haben wir das auf unserer Seite? Oh, holy shit. Haben wir nicht gewonnen? Frisch, frisch. Sprengbord. What is this? Aber wir haben gewonnen. Will ich hier irgendwas auf... Ich könnte auch Robot spielen, aber irgendwie finde ich das auch gefährlich. Nachher wird er da reinfusioniert oder so. Was ist denn, wenn ich Scharfschützen dort spiele? Nee, der darf liegen bleiben. Treff ich direkt an, wir haben hier gewonnen. Das Phase 2 war jetzt eher unspektakulär. Phase 1 war I. Es geht noch weiter? Kann das sein? What is this? Das ist es. Unsere Experimente haben sich ausgezahlt. In der Ach, das ist ein Code. Ah, oh, da oben ist ein Zahlencode drauf. Der ist wieder für irgendein Rätsel. Für irgendein überstehendes Rätsel hundertprozentig. In der Tat. Anscheinend ist es ein Fragment. Der alten Daten. Wir müssen es untersuchen. Der Roboter muss vergessen. Ich fühle mich furchtbar. Was hast du mit mir gemacht, Herausforderer? Kehre nie an diesen Ort zurück. Ich muss wirklich meine Registry säubern. Ist das ein Hinweis? Muss ich jetzt ernsthaft in die Registry reingucken? Ist das jetzt echt ein Hinweis, dass ich theoretisch für dieses olle Rätsel bei mir in die Registry gucken müsste? Okay, dann. Hey, wir haben unsere Items wieder. Okay, wir haben das Ding besiegt. Haben wir eigentlich unsere Karten jetzt wieder gekriegt, oder was? Weil, wir haben jetzt einen Mycobot. Mit Nanopanzerung, mit Explosiv und mit Twin Attack, aber nur mit 2 Kosten. Auf eine gewisse Art und Weise ist das Ding da besser als Orobot. Jeez, das ist natürlich eine mega gute Belohnung. Spannend. Wir haben auch dementsprechend einen unserer Energiebots zum Beispiel jetzt verloren. What? Nee, doch nicht, da ist er. Der ist nur merkwürdigerweise jetzt ans Ende des Decks gerutscht. Weird. Ja, cool. Die alten Daten, ja. Also ich kann jetzt hier hin und her laufen, aber da passiert nichts mehr, ne? Nee, passiert nichts mehr. Okay, ganz davon abgesehen, wie sieht's denn eigentlich in dem restlichen Laden hier aus? Wir haben einen Wahrschreiber-Bot in Anführungsstrichen besiegt. Können wir mal irgendwas Neues machen? Hier war noch das mit dem Flügel. Oh! Oh! Fehlschlag! Da war einer der Zauberer. Hi. Ich kann aber scheinbar hier nichts mitmachen. Traurig. Verfolgen wir ihn. Huch. Das hat man schon geschafft. Achso, den hatten wir. Foto in dem Lashy-Kampf gesehen. Foto. Okay. Hör auf mich zu fotografieren. Da vorne ist Lashys Tür.
Aus dem Grabstein. Sieht man da irgendwas Spannendes? Oder ist das einfach nur zum Spaß? Ich hab das Gefühl, da muss man irgendwas entdecken können, aber. Ich sehe da jetzt nicht so richtig Spannendes, wa? Doch, Moment. Auf, da war ein Totenkopf. Ja, da ist ein Totenkopf auf dem Grabstein drauf. Da muss man aber schon genau hingucken. Mein Gott, okay.